Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Last Epoch Let's Play. Jo, heute wieder mit einem Boss, Relef, und jo, noch einem Echo mit, jo, glaube ich, Stäben oder Szepter. Echo, Szepter und so Sachen habe ich zurückgesetzt mir. Jo. Das ist eine coole Fähigkeit zum Zurücksetzen, aber man muss den Weg doppelt laufen, wenn man gelaufen ist. Genau. Ja, ich habe die Tasten umgeändert, genau. So wie im Guide gemacht, weil ich habe jetzt ja eben dieses Zeit zurücksetzen. Wie heißt das? Umkehr irgendwie. Ja, Fähigkeit. Flüchtige Umkehr, genau. Und so. Ist natürlich, wenn man es benutzt, halt schon praktisch. Aber man muss ja. Nein, man muss eigentlich keinen Schaden bekommen haben, einfach manchmal machen, um Schaden auszuteilen in diesem Bild. Damit wir einfach schneller wieder das einsetzen können und kein Leben wieder regenerieren oder so. Naja. Mana scheinbar auch nicht. Das tun wir sowieso nicht so viel ausgeben. Jo. Und dass wir ausweichen können, den Schildansturm. Genau. So, also machen wir das Echo noch. So ist es jetzt. Szepter. Also Stab und Szepter, beides zusammen. Hier hätten wir noch eine Unique, aber die geben ja nie gute Items. Also bei denen, ja, gibt es manchmal spezifische ja. Unix, die sind nützlich, aber die normalen Unix-Echos oder Set-Echos, die geben meistens nur Müll. Jo, deshalb mache ich die. Die, ja, Gold-Grün. Genau. Ja. So. Jo, sind spezielle Gegner hier, die Golems. Die sonst eine andere Farbe haben, glaube ich, rot. Okay, ich habe den Gegner, glaube ich, erledigt mit diesem Zurücksetzen schon. Ja, und jetzt schon etwas zwischendurch. Ja, vor allem den Avalanche-Bolter auszuweichen dann. Genau. Test einfach ein bisschen herum wieder. Ich ja nicht so oft so einen mit Rücksetzen. So habe die Fähigkeit, meinen kleinen wenigen Beats, die ich gespielt habe, nicht so fest eingesetzt. Wo es eigentlich praktisch ist, doch muss man einfach die Reaktion haben und dann einsetzen. So. Und das ist meistens schwer, dass es aussieht. Hohe Fackelgefechtstempo. Ich möchte schon so Sachen haben, aber bringt nicht so viel noch. Okay, ja, einen billigen, oft trockenen Stab. Gut, dann natürlich die Missionen. Also der Shade of Erebus, der war ja noch ein bisschen schwierig, weil wir auch ja, noch nicht die vier Idole haben, oder? Dass das schnell prockt und so. Der ging ein bisschen lange und ja. Noch ein bisschen zu stark mit dem Schaden her. Vom Schaden her. Wir werden in nächster Zeit wahrscheinlich viele Rüstungspunkte bekommen. Und ja, leben. Und dann wird er natürlich schon viel einfacher sein. Er ist einfach, ja, er ist einfach für Empowered eigentlich gedacht und nicht für Null Corruption. Monolith ist noch ein bisschen zu früh, solange man das nicht freigespielt hat. Bringt es noch nicht so viel, das zu machen. Eigentlich bringt es fast nichts, aber man braucht halt manchmal die Unix aus den Echos und die tauchen halt wirklich erst mit so, weiß nicht, 30 Corruption auf. Ja. Und deshalb bin ich auch so froh, bei Null Corruption manchmal so ein Echo zu finden mit Unix. Ja. Also halt eben diese mit Set und Unix. Also mit Unix sind einfach zu wenig. Also kommst du meistens wirklich so Standard-Items über.
Und jetzt habe ich bei denen auch Pech gehabt mit diesem Stab. Also, naja, sie lohnt sich eben nicht so. Das Spiel ist halt einfach schon ein bisschen zu abhängig von Random Drops. Das muss man einfach ein bisschen durchkommen. Also diesen Charakter hier, die Charakterklasse, die muss so schnell wie möglich eigentlich die Soulfire Bastion machen. Dass ich zwei Units habe für den Warlock, weil ich ja den Warlock weiterspielen will. Und der Charakter wird natürlich sicher lohnenswerter sein zum Corruption pushen, deshalb mache ich den dann wieder weiter. Ja, genau. So, wir müssen manchmal auf die Charakter ein bisschen wechseln. Dass wir da genug schnell vorwärts kommen und etwas erreichen. Hey. Glaube ich, wechsle das wieder. Ich muss den Bewegungskill unbedingt hier haben. So. Gut. So, ein bisschen Schaden gemacht. Der war ja easy, ey. Der war ja sofort tot. Okay. So, müssen wir nochmal seinen Punkt hier rein tun. So, die Belagerung vom Fernwald. Fernwald. Okay. Ah, das ist die Idee. Jetzt ist wieder die das Level gekommen, wo die wieder mega droppen. Geht ja meistens wieder ein bisschen zurück, aber da diesen zwei Monolithen nach dem ersten droppen die Schlüssel halt extremst. Schon fertig. Zu viel, man lagert sie dann und hat einfach Platz verschwendet. So, also der Boss. Also das ist ja das andere, was wir jetzt genommen haben. Das ist nicht really. Really? Das hat so einen männlichen Namen, aber es ist ein Mann. Es ist ein Manngott. Nachdem es wäre eine Göttin. Aber irgendwie, ja, hat mir das niemand gesagt. Also, wisst ihr? Jetzt wisse ich. Das ist ja ein Phoenix, oder? Das ist ein Weib. Ich habe schon gedacht, es ist ein Mann, aber wenn ich doch vom Phoenix rede, ist es ein Weib. Das sind Phönixe. Auch männlich, eher nicht, also vom Deutschen her nicht. Nein, das wollte ich auch nicht. Gut, bin ich so zäh. Ja, jetzt hat er schon Angst, hä? Wie schnell und wie stark das Gebet ist überhaupt. Wahnsinn. Ich muss gar nicht ziehen, also das ist das gut. Ich muss schon ein bisschen schauen, dass die Gegner natürlich getroffen werden. Aber das macht man doch gerne, wenn man schneller ist. So, kommt er wieder runter. Das Geschrei. Das ist Agentus, gell, oder wie der heißt. Ja, ja. Nicht so schnell, bitte. Habt ihr nichts gemacht? Ich tue dir nur, dich nur streichen, komm schon. Gut, habe ich noch den Schildansturm. Ja, jetzt kostet er beides zusammen. Manchmal meine ich so, die Bosse sind auf Anabolika. Jetzt kann ich keinem Hämmer mehr schleudern.
Nein, es ist schon tot. Schild, hä? Was brauche ich am meisten? Ich brauche eigentlich fast nichts. Schild ist am höchsten, hä? Ja. Aber ich habe ja das andere Schild, dann nehme ich Rüstung, komm. So, wir haben keine Katastrophe bekommen und ja, das andere Unique, das andere Set habe ich ja. Das ist ein guter Drop gewesen. So. Also. Genau, wir gehen weiter. Ist das jetzt das Monolith, wo ich aufgehört habe mit dem anderen Bild? Mit dem Falconier. Wurfwaffen. Ja, ich wollte ja das andere Unique finden. Schatz. Big Grand Schatz oder so. Und das kann ich mit diesem Bild natürlich viel besser machen, dann da oben. Bei Ring of Dragon. Dort können wir nochmals probieren, den Shade of Oribis zu machen, damit wir einfach diese zwei Dolche doch gut finden. Nein, wir brauchen einen Dolch für diesen Bild. Aber es gibt noch einen anderen Bild, der zwei von denen trägt. Genau. Also einfach einmal den Shade also, ja, machen vielleicht. Ja. 67. Jetzt langsam schon hoch, ne? Komm schnell hoch. Immer der Bild einfach besser ist. Ja. Ist doch mühsam, wenn man irgendwie struggelt. Sag lieber nicht strugglen mit einem Bild, der ja, Spaß macht. Es muss Spaß machen, also muss ja nicht irgendwie ja, mega schwer sein, das Game. Also wenn es zu schwer ist, dann ist es halt echt ziemlich langweilig. Auch wenn ich es gerne schwer habe, eher, ich möchte irgendwie einfach es nicht langweilig dann haben. Und das macht besser, macht Last Epoch halt richtig schnell. Ja, und eben mit Pass of Exile weiß ich nicht, wie weit, ob ich überhaupt weitermache. Das ist ja Wahnsinn, katastrophal schlecht mittlerweile. Also wie die Modifikatoren einfach so unbalanciert sind, wie es geht, nicht, ja, es nicht mehr geht. Das ist extrem. Hast du keinen Bock zu spielen? Und dann sagen wir wieder viele Leute, ja, das Spiel ist aber viel besser als Last Epoch. Nee, es ist nicht. In Last Epoch hast du wenigstens noch ein bisschen Balancing außerhalb von den Bossen und so. Ja. Ich muss einfach nicht mehr drauf hören. Wir kommen hier in den Discord vor und so. Discord ist so auch wieder bei mir seit gestern wirklich wieder der kleinste Spielplatz. Für kleine Kinder, die die ganze Zeit sarkastisch und egomanisch sein müssen. Narzisstisch und so Sachen. Das ist einfach keine gute Community. Es wird zu wenig drauf geschaut von den Leuten, die sich verhalten können. Also die sich auch darum kümmern wollen. Es ist wie so, ja, die Bildzeitung in Deutschland. Du hast sie überall. Die Leute reden vielleicht ein bisschen drüber. Stimmt alles nicht. Das ist die reinste Lüge. Und einfach zum Menschen eigentlich, ja, so ziemlich heftig zu nerven und. Oder RTL mit ihrer Werbung, ja. So. Also ich schaue immer zwei Webseiten, eines von der Schweizer Zeitung, große Zeitung. In der Schweiz heißt es Blick und nicht Bild. Und dann ein kostenloses Blatt und im kostenlosen Blatt steht die Wahrheit, die Sachen und vielleicht und auch ein bisschen mehr Community und so, was mir überhaupt nichts angeht. Weil meistens ist es irgendwie über Frauen, über junge Frauen. Aber, Jo,
Also über Frauen, also die Themen, die der, die Frau, die junge Frau will. Und im Großen ist es halt einfach irgendwelche Lügen und Werbung und ja, Werbung, so Sachen. Und deshalb schaue ich eigentlich fast nie beim Blick vorbei, weil es mich einfach nicht interessiert. Das ist einer der guten Werte. Jo. Weil du dort einfach dich nicht ernst nehmen kannst, oder was du liest. Und beim Kleinen, ja, da gibt es manchmal echt gute Sachen, aber ziemlich viel auch Schlechtes. Schaue ich einfach vielleicht einmal pro Tag rein oder so, um kurz zu wissen, ob irgendwas passiert ist oder so. Mehr nicht. Aber was dem Mensch eigentlich vorgegaukelt wird, ständig. Ach, heftig. Als würde der Mensch irgendwie ein irgendwas zum Bieden ist oder zum mit Unwahrheiten voll zu strotzen. Damit ihr ein paar Leute Geld bekommen, oder? Und Politik interessiert mich schon lange eigentlich nicht mehr. Steht wieder, der hat das gemacht und der das und darunter leidet dann der Politiker. Und oh. Wie viele schon schreiben, dass Politik nichts wirklich ist. Ja, sie sollen in die Politik gehen und es besser machen. Aber genau die, die immer kritisieren, die sind sowieso am peinlichsten und machen dann gar nichts. Würden auch wahrscheinlich nur schlecht ankommen oder so. Und dann gibt es ja alle die Leute, die unbedingt ja gut ankommen wollen, aber überhaupt nicht gut ankommen. Ich sag nur Anzeige, Hauptmeister. Aber da ist sowieso irgendwie ein Troll, habe ich so das Gefühl. Der tut irgendwie jemand Großes, einfach jemanden oder die Leute trollen. Einen Menschen bezahlen, damit er Blödsinn macht. Ja. Jetzt mal das Schrein. Gut. Jo. Wert, aber irgendwie alles schlecht darf. Ach komm, ich nehme es mit. So, genau, rechts. Sieht aus wie Sand und nicht wie Schnee. Aber die Zone hat ja auch noch eine Version, wo viel mehr Schnee liegt, oder? Ob das jetzt einfach, weil die Sonne so staubig aussieht. So staubig hinscheint. Jo, ich brauche langsam die Idole. Ich will ein bisschen mehr Blitze sehen. Ist schon cool, dass Smite ab und zu ein Blitz wird. Wenn es so gestattet wird. Wie kommen wir jetzt da runter? Sind wir ein bisschen falsch gelaufen? Ich mag diese Rundgänge nicht so. Die Rundgänge-Maps, ja. Ist einfach nervig, wenn dann auftaucht und das auf der anderen Seite. Ist ein bisschen unnötig. Doof gemacht.
Wieder ein bisschen mehr Action. Schaden macht es manchmal nicht, aber ich finde das den Skill eigentlich ziemlich nice. Das ist so für einen Nicht-Hackenslayer nice, aber so, ja, ziemlich nice. Aber man kann ihn manchmal echt nicht so gut einsetzen. Also, Schaden, Bewegungsgeschwindigkeit, das ist gut. Okay, Intelligenz. Okay, Diener. Nee. Take care. Okay, da haben wir einen Zauberstab und Kollisionen. Excited. Also ich glaube, das Buch nehme ich noch mit. Ja, Streifhieb ist gut. Ich finde irgendwie Streifhieb beim Gegner gar nicht mal so schlimm, also es ist überhaupt nicht schlimm. Das sind, glaube ich, 30%, die man nicht mal weggehen dann. Das kann man so gut kompensieren, oder? Also das macht nicht so die Gegner viel zäher. Wenn man viel hittet, sind die so easy, die Gegner, die man mit. Also keine einzelnen Gegner mag ich nicht so mit diesem Skill. Kann man nicht so gut treffen. Schon wieder jemand, der nicht weiterkommt. Name, Leute. Die noch Hilfe fragen müssen bei den Gegnern. Ja, ich tue mich immer gut vor den Bossen eigentlich vorbereiten. Dass ich bis dorthin, bis ich den Gegner, den Boss habe, natürlich schon ein bisschen stärker bin. Ich fühle. Aber viele haben irgendwie das Gefühl, sie müssen das Spiel einfach durchrushen durch andere Spiele, oder? Ja, wenn sie halt keinen Bock haben und alle immer so depressiv machen, sollen sie so weiterhin versuchen. Aber es werden nicht mehr so viele geholfen, leider. Ein Schild mit Minion-LP. Ja, damit ich es habe, haben wir genug Platz eigentlich. Wenn wir es einfach brauchen. Also, wenn wir zu wenig Platz haben, holen wir einfach wieder ein neues Fach und schon ist gut. Also lieber das noch lagern und dann wegkräften aus dem Schild. Ein Unique drauf. Ja, damit es ein Legendary ist. So. Okay, hier in die Richtung. Ja, doch noch ein Buch. Ich möchte mal wissen, was jetzt gerade dort droppt bei den Wands. Ich brauche ja für diesen Beet auch noch einen Wand, oder? Ihn selber bestellt. Könnte etwas Gutes kommen. Wieso gibt es jetzt schon wieder von diesen Eidengegnern so viel auf einmal? Also von den Schlüssen nehme ich langsam nicht mehr auf. Ja, es sind diejenigen, die ich nicht so viel habe. Auch zu allen Attributen. Ja, aber einfach eine Köln. Ich kenne einfach zu wenig Beats mit Köln.
Feueräxte. Okay, von den großen brauche ich jetzt aber auch keine mehr. Was ist die große Templar Sanctum? Okay, von denen brauche ich schon ein bisschen mehr. So. Genieße echt das mit der Prozentanzeige oben. Sehe ich immer so ein bisschen hier. Wie viel Prozent Schaden ich mache, also das wirklich ein bisschen detaillierter ist. Also. Die Schritte ja immer ein bisschen weniger werden. Schaue ich einfach noch, wie viel noch. So, gehen ein bisschen dazu. Und dann hat man wieder ein neues Item, was wieder stärker macht. Und dann sieht man wieder den Unterschied. Das ist schon geil, Doppel-Minion-Damage, aber... Also wenn man Bogen-Minion-Bild macht, ist der Stab sehr geil. Ich kaufe ihn aber nicht, weil ich einfach keine Minion-Bilds machen will. Der Patch einfach schlecht für Minions ist, oder? Die sterben zu oft. Okay, noch ein Set. Also ein Set... Echo würde ich nicht gerne machen. Naja. Ich glaube, ich mache dieses Echo hier und das Set-Ding mache ich nicht. Exalted ist natürlich besser. Heute sehe ich immer wieder Gegner nachkommen, obwohl ich sie nie gesehen habe, dort wo ich war. Würden die irgendwie, ja, dann einfach erscheinen, oder? Vielleicht ist es schon so wie in der Kampagne, dass Gegner einfach so erscheinen, wenn man einen gewissen Punkt erreicht, oder? Kann wirklich sein. Ja, seht ihr, die kommen dann einfach von irgendwo weit weg, sehr schnell. Cool. Zuflucht mit Welpe-Regeneration. Nee. Dachte, die Brücke würde ihn aufholen. Das muss ich mir. Ich habe gesehen, der Beat geht auf Vitalität ein bisschen. Muss ich gleich noch kurz nachschauen, ob es Vitalität ist. Doch, es ist Vitalität. Das könnte auch Artimindent gewesen sein. So, der. Wie die Gegner einfach in die Hämmer rein spawnen. Ah, so schön. Physischer Widerstand ist ziemlich hoch. Schön. Und was ist das für ein Stab? Aber Anzug. Apparenz Ruth, Ruth, die Ruth, könnt ihr die Ruth? Elementar Schaden, könnte ich mitnehmen. Mana. Nein. Freeze Rate brauche ich auch nicht. Bei Fredding. Nein, nein. Frostbite möchte ich eher haben. Nekrotische Schaden. Ja, nehme ich auch nicht mit. Ich mache kein nekrotisches Schadenbild. Komm. Ist doch nichts Gutes gedacht, aber nicht so schlimm. Und zweimal die falschen, aber die richtigen Skins. Naja, okay, gut. Dankeschön fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.